Guten Morgen zusammen. Wir stehen da auf der Messe Düsseldorf und wir fahren Erreicht Ihr jetzt. Ziel um 13:33 Uhr. Danke. Wir fahren jetzt los und zwar Richtung Heilbronn. Also wir fahren noch nicht ganz nach Hause, weil wir noch einen anderen Termin haben. Und bereits die Zenek und auch unser neues TomTom ist mit dem Ziel konfrontiert. Ihr könnt uns heute begleiten. Ich melde mich immer wieder unter der Fahrt und dann werde ich versuchen, euch das TomTom etwas näher zu bringen, wie die Funktionsweise ist. Und ein Resümee können wir dann danach ziehen. Also schnallt euch an, die Ursi ist auch gleich soweit und dann kann schon losgehen. Mittlerweile sind wir zu Hause angekommen. Das war nämlich eine kleine Einblendung vom August 2018, als wir von der CMT Richtung Süddeutschland gefahren sind. Und wir haben kurz vor der CMT das Garmin-Navi getestet. Ich blende das mal oben ein und haben da schon angekündigt, dass wir uns selbst dieses TomTom kaufen wollen, was wir mittlerweile getan haben, was wir auch behalten haben. Ja, das war schon der erste Nerve. Denn dieser Ton ist jedes Mal, wenn man einschaltet. Und ich schalte das jetzt gleich mal ein, denn das dauert alles wesentlich länger als beim Garmin. Das ist also schon mal der große Unterschied. Beim Garmin Navi ist alles sofort da. Beim TomTom dauert alles seine Zeit. Das Display ist wesentlich träger. Die Software ist wesentlich träger. Auch der Touchscreen natürlich, ja. Und insoweit braucht man da etwas Geduld, was ich oftmals nicht habe. Und beim Garmin war das deutlich besser. Was allerdings hier genial ist, das ist die Navigation, nicht von der Software her, sondern diese sogenannte Echtzeitnavigation. Man hat mir gesagt, ich kann es nicht bestätigen, ob das stimmt, dass hier eine SIM-Karte verbaut ist, die über einen Rechner Stunden oder Sekunden aktuell diese Staus anzeigt. Ich kann auf jeden Fall bestätigen, das nehme ich schon mal vorweg, dass es das ganz gut funktioniert. Und ihr seht schon, der Aufbau ist ziemlich träge. Das Ganze dauert immer noch ein bisschen. Jetzt tun wir da mal, ja, normal muss man die Ortschaft eingeben. Ich gebe jetzt da einfach mal einen gespeicherten Ort ein. Und ihr seht schon, das ist alles sehr träge. Jetzt wird die Route gesucht, das baut sich auf. Es gibt natürlich auch Routenalternativen, die man sich raussuchen kann. Das wiederum funktioniert sehr gut und die sind auch tatsächlich sehr zutreffend, aber so viel nur vorweggenommen. Jetzt hat er die Route gefunden. So, und entsprechend sehen wir hier die Daten. Wir würden jetzt, diese Route ist 245 Kilometer entfernt. 14:55 Uhr wird man ankommen. Jetzt haben wir 12:07 Uhr. So. Soweit Sie jetzt erreichen erstmal. Ihr Ziel um 14:55 Uhr. Dann sieht man hier diese rechte Seite. Da sind dann normalerweise die ganzen Baustellen und alles eingegeben. Da sind jetzt keine, da sieht man jetzt das Ziel. Da kann man auch hochscrollen. Das sieht man jetzt hier. Und wie diese rechte Leiste funktioniert in der Praxis, das wollen wir euch jetzt in den anschließenden Clip erstmal einspielen. So, hier sieht man jetzt links einen Stau und zwar rot. Das Ganze ist in Echtzeit. Jetzt ist schon wieder vorbei. Und man kann jetzt erkennen, Ankunft seit 14:03 Uhr, 357 Kilometer. Unten sehen wir die aktuelle Uhrzeit. Und rechts am Balken sieht man auch genau die Stausituation mit Baustellen und wie dicht der Verkehr ist. Wir gerade im Tunnel. Diese rechte Leiste ist sehr praktisch. Man sieht, wenn es hellgelb ist, das ist also nur leicht dichter Verkehr. Gelb ist zähflüssiger Verkehr und rot ist dann Stau. Wenn wir Glück haben, kommen wir ohne Stau aus. Und wenn wir großes Glück haben, kriegen wir einen Stau, dann kann ich ihn euch zeigen. Hören Sie? Mir wäre kein Stau lieber. Aber wir wollen ja ein schönes Video machen. Beim nächsten Clip seht ihr jetzt, wie die Navi direkt die Baustelle
auf der rechten Seite anzeigt und wie man dann auch sieht, wie stark die Baustelle durch dichten Verkehr tangiert ist. Autobahn gesperrt und Navi hatte ich schon drauf. So, hier sieht man jetzt rechts, uns erwartet ein 3-Minuten-Stau. Und da sieht man also die einzelnen Verzögerungen, wo eine Zahl draufsteht, das sind die Minuten, die es Verzögerung gibt. Und das Baustellenzeichen zeigt, hier ist eine Baustelle. Wenn das hell gehalten ist, dann heißt es keine großartige Verkehrsbehinderung. Und umso dunkler das ist, umso größer ist die Verkehrsbehinderung. So, hier kann man jetzt wunderschön die Echtzeitverkehrsbehinderungen erkennen. Also diese Autobahn, die wir gerade bald kreuzen, die hat wohl ziemlich viele Stauprobleme. Und rechts sieht man wieder die einzelnen Verzögerungen. Insgesamt auf unserer Strecke sind es 2 Minuten 30, die wir an Verzögerungen einbüßen werden. Da kommen wir jetzt gleich hin. Dann werden wir sehen, jetzt überholt er mich und dann bremst er. Also das ist unglaublich. So, da sind wir jetzt vorbeigefahren und wir konnten mal kurz runterblicken und haben eigentlich keinen Stau entdeckt. Also er ist hier Stau angezeigt, aber wir haben nichts gesehen. Warten wir mal ab, wie es auf unserer Strecke verläuft. Jetzt beim nächsten Clip könnt ihr sehen, wie der gelbe Balken auf der rechten Seite einen zähflüssigen Verkehr anzeigt und einen 3-Minuten-Stau. Was aber vor allen Dingen etwas befremdlich ist, ist, dass ja unsere Fahrzeugdaten eingegeben sind. Das heißt, wir haben auch eingegeben, dass wir ein Fahrzeug haben mit 4,5 Tonnen und damit auf der Autobahn nur 100 Stundenkilometer fahren dürfen. Und die Navi gibt uns vor, dass wir bis 120 Stundenkilometer fahren dürfen auf der Autobahn. Also insoweit nicht ganz zutreffend. So, jetzt geht's los mit dem Staubereich. Jetzt kann man das auch mal zeigen. Und hier der rechte gelbe Balken zeigt an, dass es also ziemlich zähflüssig vorangeht. Entspricht der Realität. Das heißt, noch die 3, die sagt 3 Minuten Verzögerung. Und oberhalb der 3 sieht man, dass es noch etwas dunkler wird. Das heißt also, die Verzögerung ist noch gewaltiger. Jetzt sieht man hier die restlichen Meter, da sieht man noch ein bisschen eine problematische Stelle, weil dann auch Fahrzeuge von rechts reinkommen und danach ist wieder freie Fahrt.
Beim nächsten Schritt könnt ihr sehen, wie die Navi die Geschwindigkeitsüberschreitung signalisiert. Das finde ich ganz toll übrigens, wenn man darauf hingewiesen wird, dass man zu schnell unterwegs ist. Die Problematik ist eben, dass diese Geschwindigkeit, die die Navi anzeigt, oftmals nicht zutreffend ist. In der Regel aber schon. Und da könnt ihr jetzt dann sehen, dass ab 3 Stundenkilometer Überschreitung der Balken unten etwas gelb wird und ab 5 Stundenkilometer Überschreitung wird er rot. So, da kann man jetzt auch schön sehen, wie er die Kilometer hält oder wie er die Geschwindigkeitsüberschreitung anschreibt. Jetzt ab 5 Stundenkilometer Überschreitung wird er rot, danach wird er gelb und irgendwann bei 102 wird er dann wieder normal. Gehen wir mal wieder runter. So. Als nächstes seht ihr eine Baustelle ohne großartige Beeinträchtigung und gleich im Anschluss daran, ohne dass ich da nochmal reinquage, ja, kommt dann ein Unfall, der wohl gerade erst passiert ist, weil die Einsatzfahrzeuge eben noch nicht so lange vor Ort sein können und die Straße, die Autobahn dadurch gesperrt ist. Das hat die Navi sofort registriert, zeigt es uns auf der Gegenfahrbahn auch an und man kann das genau erkennen. Und was das Besondere meines Erachtens ist, dass die Navi auch weiß, wo der Stau dann zu Ende ist. Das sieht er dann alles im Clip, nachdem der jetzt unmittelbar kommt. Und da fahren wir wieder mal auf eine Baustelle zu. Das wird uns hier angezeigt, aber der Verkehr ist nicht wesentlich beeinträchtigt. Wollen wir mal schauen. So, jetzt zeigt er uns schon das Ende der Baustelle an und es ist auch hier. So, die Gegenspur sollte jetzt gesperrt sein. Und sie ist gesperrt. Wegen einem Unfall. Also man sieht hier, live hat die Kamera das erwischt. Und jeder, der jetzt sagt, ich filme Unfälle, der übertreibt, denn ich habe nur die Situation gefilmt, warum die Gegenstrecke gesperrt ist und da sind keine Personen drauf. Also ich habe nicht aus Sensationslust gefilmt, sondern einfach, um die Software zu demonstrieren. Da sieht man auch, wie das gut dargestellt ist. Ja. So, jetzt ist gleich zu Ende. Software sagt, oder Navi sagt, es ist gleich zu Ende. Und hier sieht man, hier fließt der Verkehr noch ein bisschen. Die LKWs stehen zwar schon, aber noch fließt der Verkehr. Da sieht man, es ist schon besser. Da wird noch nichts angezeigt. Hier ist er aufgelöst. Das Ganze ist ja eine Camper-Navi, das heißt ja auch TomTom Go Camper. Aber das ist eigentlich, außer dass Campingplätze noch mit dabei sind, als POIs, also Points of Interest, ist es keine Camper-Navi. Denn wir geben ein, dass unser Fahrzeug 4,3 Tonnen schwer ist und deswegen wie ein LKW behandelt werden muss. Aber wir kommen jetzt dann an eine Ortschaft hin, das seht ihr im nächsten Clip, wo uns die Navi immer wieder durchlotsen wollte, wo wir einfach uns geweigert haben, diese verbotene Straße zu fahren. Und dann hat sie uns irgendwann um den Ort herum dirigiert. Aber wir sollten da durchfahren.
Anschließend seht ihr dann, dass die Navi uns eine Geschwindigkeit vorgibt von 130 Stundenkilometer dürfen wir fahren. Tatsächlich ist die Strecke aber schon von der Autobahn, von der Polizei aus oder vom Staat aus begrenzt. Und über 100 sollten wir so und so nicht fahren dürfen. Also das zeigt sich dann schon, dass die Navi noch nicht so hundertprozentig oder die Software noch nicht so hundertprozentig stimmig auf Camper ausgerichtet sind. Das Ganze gilt auch, man kann hier verschiedene Versionen einstellen. BKW, LKW, Wohnmobil Mittel, Wohnmobil Groß. Wir haben Wohnmobil Mittel eingestellt. Da hat er uns durch die Ortschaft durchgelotst. Deswegen habe ich dann gesagt, dann stelle ich eben Wohnmobil groß ein. Wir sind ja auch über 3,5 Tonnen. Und was war dann die Folge? Das Autobahn vermeiden, also BAB vermeiden, dieser Menüpunkt war dann nicht mehr möglich. Also die Navi hat Autobahn vermeiden als Menüpunkt drinnen, aber der Menüpunkt wird eliminiert, wenn man von Wohnmobil Mittel auf Wohnmobil Groß geht. Ich habe dann bei der Hotline von TomTom angerufen und da hat es geheißen, große Wohnmobile dürfen eh nicht auf die Autobahn. War mir neu. Also offensichtlich gelten beim Hersteller von TomTom, ich glaube Großbritannien ist es, die Regeln etwas anders als bei uns. Also da sollte TomTom eigentlich nachbessern. Also die Camper-Version vom TomTom, so gut es TomTom ist, aber die Camper-Version braucht man nicht unbedingt. Wir haben hier unsere Fahrzeuggewichte eingegeben mit 4,5 Tonnen, also LKW-Vorschriften. Und er hätte uns jetzt hier durch eine Ortschaft durchgelotst, die für LKW gesperrt gewesen ist. Und er wollte uns handwerklich durchlotsen. Ich bin einfach eine andere Strecke gefahren, da hat er einen Umweg gefunden. Hier haben wir die Ortschaft. Und da sollten wir mitten durchfahren. Was heißt, dass also dieser Vorteil Navigation für Camper definitiv nicht zutreffend ist. So, hier sieht man jetzt ganz deutlich, also wir haben eingegeben 100. Jetzt schauen wir die Ursel, zeigt mal das Verkehrsschild hier 100. 100 sind erlaubt. 130 zeigt er an, darf ich fahren. Obwohl genau eingegeben ist in unser Fahrzeug, dass wir 4,5 Tonnen haben, dass wir ein LKW sind und dass wir nur 100 Stundenkilometer schnell fahren dürfen. Also da sieht man auch die Schwäche des TomTom-Navigation. Das dürfte definitiv nicht sein. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Wir waren in keinem Stau gestanden. Er hat auch nur immer 3 Minuten Verzögerungen angezeigt. Das war auch so ziemlich zutreffend. Und wenn man jetzt hier hinschaut, da sieht man ganz oben rechts schon das Ziel, was wir uns ausgesucht haben. Noch ein paar Baustellen. Und man sieht auch hier an der Baustelle, die wir im Moment befahren, da zeigt er auch keine große Verzögerung an. Gibt es auch nicht. Wir können hier ziemlich normal fahren. Ist zwar dichter Verkehr, aber normal. Ein Fazit ziehe ich dann, wenn ich Vor- und Nachteile dargestellt habe. Ossi, wie bist du zufrieden mit Navi? Gut. Also ich denke, es ist gut, bis auf die Geschwindigkeitsanzeige. Ja, das tue ich dann separat nochmal ein bisschen gedanklich ausformulieren und dann gezielt artikulieren. Gut so? Gut so. Also um das nochmal klarzustellen, die Autobahn vermeiden, dass das nicht möglich gewesen ist beim Wohnmobil Groß. Das war eine Auskunft der Hotline, dass große Wohnmobile nicht auf die Autobahn dürfen. Trifft natürlich nicht zu. Das hat auch bei der Navi nicht zugetroffen. Die hat uns nämlich auch auf die Autobahn geführt. Aber dass der Menüpunkt Autobahn vermeiden draußen gewesen ist, das macht überhaupt keinen Sinn, wenn man von Wohnmobil Mittel auf Wohnmobil Groß wechselt. Das nur zur Klarstellung. Jetzt seht ihr gleich noch ein ganz praktisches Features, denn die Stärke des TomToms liegt meines Erachtens darin, dass er wunderbare Umleitungen, die auch zutreffend sind, anbietet. Und da kommt ein grüner Pfeil, der einem anbietet, wenn du jetzt abbiegst, dann hast du eine ordentliche Zeitersparnis mit der Angabe der Zeit. Trifft zu, zeigen wir euch jetzt. So, kann man jetzt genau sehen, wie sich hier ein Stau ankündigt mit einer Verzögerung von gesamt 11 Minuten. Und der erste Stau, das sieht man auf der rechten Seite, der ist 9 Minuten Verzögerung. So, man sieht ihn schon,
Umso näher wir in den Stau kommen, umso größer wird er. Und jetzt wird hier ein grüner Pfeil angezeigt. Und das heißt, es gibt eine Stauumfahrungsmöglichkeit, die uns gleich angeboten wird und wir können sie annehmen oder nicht. Das Ganze wird sogar dargestellt, mit wie vielen Minuten man sich ersparen würde. Also wenn wir den Stau umfahren, sparen wir uns 2 Minuten, dann stauen wir uns mal lieber durch. So, die Umfahrung ist jetzt zurückgenommen worden, weil sich der Stau verkleinert hat, angeblich. So, jetzt geht es gleich los mit einem Stau, der 10 Minuten in Anspruch nehmen sollte. Und der leider so auch existiert. Über der Uhrzeit kann man sogar erkennen, wie weit der Stau noch geht, also in dem Fall jetzt 2,0 Kilometer. Diese Stauumfahrung haben wir übrigens in der Praxis mehrmals getestet, auch im Vergleich zu unserem Zenec. Das Zenec hätte uns da teilweise in die Staus hineingeschickt oder hat uns Alternativrouten angeboten, die, nachdem wir uns ein bisschen ausgekannt haben im Raum Stuttgart, uns überhaupt keinen Sinn erschlossen haben. Aber die TomTom Navi hat eine Umleitung angeboten, die wir auch angenommen haben und die durchaus Sinn gemacht hat. Das gleiche war dann auch im hessischen Raum. Da hat er uns dann einen Staub vorbeigelotst. Zuerst haben wir gedacht, ob das wohl so vernünftig ist, wie er das macht. Und es hat sich danach als sehr zutreffend herausgestellt, weil wir an dem Stau an einer anderen Straße vorbeigefahren sind. Also, die TomTom Navi ist sehr gut. Jetzt kommt noch der letzte Praxistest, den wir auch am Schluss mit dem Zenec und mit dem Garmin gemacht haben. Garmin hat es geschafft, die Autobahn zu vermeiden. Mal sehen, ob es TomTom auch schafft. Das kommt gleich in anschließend. Ich möchte aber vorher, bevor wir jetzt hier mit der Dokumentation Schluss machen, noch ein kurzes Resümee ziehen. So, kommen wir erstmal zu den Nachteilen vom TomTom. Es hat einen USB-Anschluss, und zwar einen normalen USB-Anschluss. Das habe ich ja an Garmin reklamiert, dass die keinen aktuellen USB-Anschluss hatten. TomTom hat es. Allerdings hat TomTom ein anderes Nachteil. Der Anschluss während der Fahrt an den 12 Volt, der dient nur dazu, den Strom zu erhalten, den Ladestrom. Danach ist das Navi platt. Das heißt, man kann es dann, ohne dass man es wieder ansteckt, nicht mehr betreiben, weil der Strom, der während der Fahrt zugeführt wird, gerade ausreicht, um das Navi zu betreiben, aber nicht um den Akku zu laden. Denke ich, sollte nicht so sein. Die Geschwindigkeitsangaben, die sind unzuverlässig, haben wir euch ja dokumentiert. Ebenso, die finden wir reklamationsbedürftig, dass die Warnstufen bei Tempoüberschreitungen, die ja sehr, sehr viel Sinn machen bei einer Navigation, dass die individuell eingestellt werden sollten. Ja, die sind fest vorgegeben bei 3 Stundenkilometer Überschreibung gelb, bei 5 Stundenkilometer Überschreibung rot. Manche wollen da ein bisschen mehr Toleranz haben, lässt TomTom nicht zu, ist Geschmackssache, also mir wäre es recht so. Der Aufbau beim Scrollen und beim Einschalten ist sehr langsam, vor allen Dingen gegenüber dem Garmin-Navi. Die Fahrzeugdaten werden nicht zuverlässig berücksichtigt. Wir wurden also auch in Ortschaften reingeschickt, wo für LKWs verboten ist. Es wurden auch falsche Geschwindigkeitsvorgaben angegeben. So haben wir uns 120 auf der Autobahn erlaubt, auch 100 auf der Landstraße, obwohl wir da ja auch nur 80 fahren dürfen. Und wir denken allgemein, dass die Software für eine Camper-Version etwas nachgebessert werden müsste. Das waren die Nachteile. Und
viel mehr wichtiger als sind. Die Nachteile sind die Vorteile, denn da hat es TomTom schon einiges zu bieten. Ich finde es erstaunlich, diese Echtzeitnavigation. Man sieht, wann ein Stau auf einen zukommt. Man sieht, ist es zähflüssiger Verkehr, ist es ein dicker Stau oder ist es eine gesperrte Straße. Und man sieht auch genau das Ende des Staus. Also das ist nahezu perfekt. Soll angeblich daran liegen, dass hier eine SIM-Karte drinnen verbaut ist. Ich weiß es nicht, hat man mir so gesagt. Dann muss ich sagen, die Routenalternativen und die Stauumfahrungen vom TomTom, die sind absolut genial. Wir hatten das bei einem Stau im Stuttgarter Raum. Das Zenig, was ja immer bei uns zeitgleich mitläuft, hat uns Routenalternativen angeboten. Die haben überhaupt keinen Sinn gemacht. Wir kennen uns im Stuttgarter Raum etwas aus. Die Routenalternative, die uns TomTom angeboten hat, die hat sehr viel Sinn gemacht. Das hat dann das Zenig immer wieder uns darauf hingewiesen, das sollen wir vermeiden. Also im Nachhinein waren wir auch mit dieser Route gut bedient, mit dieser Routenumfahrung. Und wir hatten dann eine zweite Situation, da kam ein Stau von 20 Minuten auf uns zu. Das TomTom hat uns umgeleitet. Und wir waren uns erst etwas unschlüssig, ob das passt oder nicht. Und danach hat sich herausgestellt, dass die Umleitung sehr gut war, weil wir an einer anderen Straße an dem Stau vorbeigefahren sind. Also da muss ich wirklich sagen, da gibt es einen dicken Daumen hoch für das TomTom. Es ist eine ganz, ganz geniale Navigationssoftware. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass es Handynachrichten anzeigt. Es ist per Bluetooth mit dem Handy verbunden. Das heißt, man kann jetzt auch reinsprechen. Und es zeigt dann Handynachrichten ab, zum Beispiel WhatsApp von Ussi erhalten, ja. Und dann kann ich auf eine Taste drücken, das geht auch per Sprachbefehl, habe ich nur noch nicht eingerichtet. Und dann wird mir diese Nachricht laut vorgelesen. Da hakt es dann allerdings schon ein bisschen, denn während der Fahrt im Wohnmobil versteht man da kaum etwas. Aber immerhin, es wird angezeigt, von wem und was für eine Nachricht das gekommen ist. Das Bluetooth mit Handy funktioniert auch sehr gut, haben wir probiert, schaltet sich automatisch zu, also keinerlei Probleme. Und ich muss sagen, generell zum Zusatznavi, zu einer fest eingebauten Navi, ich halte dieses Zusatznavi auf jeden Fall für gut. Wir wollen das auch beibehalten. Man hat immer zwei Anzeigen im Blickfeld und dieses Zusatznavi, das sitzt dann doch noch etwas besser im Blickfeld als das andere. So, und jetzt schaut euch unsere letzte Sequenz an. Da geht es dann um diese Kernfrage. Leitet er uns von der Autobahn ab? Es ist eingestellt, Autobahn vermeiden. Oder erkennt er, dass die Bundesstraße 33 nur eine autobahnähnliche Ausfahrt hat? Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wir konnten euch ein bisschen was zum TomTom sagen. Wir lassen uns gerne korrigieren, wenn wir was nicht so hundertprozentig richtig gesagt haben. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns an. Und ansonsten wünschen wir euch noch schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Und wir sehen uns wieder, irgendwann testen wir wieder ein Navi. Also wir befinden uns jetzt an der Stelle zwischen Radolfzell und Allensbach auf der Autobahn ähnlich ausgebauten Bundesstraße 33. Am TomTom ist eingestellt Autobahn vermeiden und wir werden jetzt sehen, ob das TomTom uns wieder herunterleitet. Ihr könnt euch erinnern, beim Test des Garmins hat uns Zenig heruntergeleitet. Garmin hat gesagt, da kannst du draufbleiben. Das ist eine Bundesstraße und keine Autobahn. Zenig hat gesagt, das ist eine Autobahn, da musst du runter. Und jetzt schauen wir doch mal, was TomTom macht. Also TomTom erkennt schon mal die Baustelle, dass hier eine Baustelle ist und dass hier ein Straßenbereich gesperrt ist in Echtzeit. Das ist also schon mal logisch und damit kann er uns wahrscheinlich auch gar nicht runterlotsen. Denn die Straße ist mittlerweile gesperrt, wo uns damals Zenig herunterlotsen wollte. Also das TomTom geht sogar noch ein Stück weiter und erkennt, dass die Straße gesperrt ist. Aber es gäbe noch eine andere Möglichkeit, uns herunterzuleiten. Aber man sieht schon, TomTom sagt, halte 10 Kilometer diese Spur. Also es führt uns von der Bundesstraße 33 nicht herunter.
Also TomTom hält die Bundesstraße 33 und leitet einen von dieser Bundesstraße nicht ab, wenn man Autobahnvermeiden eingestellt hat. So soll es auch sein.